Hallöchen, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin so, weil ich werde heute dieses Katastrophenzimmer hier aufräumen. Wirklich, Leute, es ist so, dass ich nirgendwo mehr durchkomme. Ich drehe nicht mehr so gerne, weil einfach alles durch die Gegend fliegt. Ich habe zwei neue Schränke gekauft, damit ich neue Produkte da reinmachen kann. Und ich werde jetzt auf Instagram jede Woche etwas verlosen, weil es ist super viel und ich habe meine ganze Familie, meine ganzen Freunde und so schon zum Maximum ausgestattet. Also ich habe so richtig sinnlosen Müll hier auch rumliegen, so Kartons, die ich noch nicht ausgepackt habe. Dann alles ist durcheinander und so. Und ich dachte, ich nehme euch mal mit bei meinem Declutter-Video. Ich werde hier auf jeden Fall schon mit Kamera und sowas alles rausstellen. Guck mal, was das alles ist. Es ist doch krank. Ich werde jetzt mal erstmal diese ganzen großen Dinge aus dem Raum rausbringen, weil sonst komme ich da nicht mehr durch. So, ich habe jetzt diese ganzen Dinger da rausgestellt. Zwischendurch kam noch meine Freundin, die hilft mir ein bisschen. Die hat nur kurz einen Termin und kommt dann gleich wieder. Ich habe hier so eine Schublade mit Wimpern, die ich jetzt mal kurz hier aufräumen werde und dann die Wimpern hier so nochmal reinsortieren werde, weil ich immer wieder neue Wimpern finde. Hier sind auch super, super viele zum Verschenken und Verlosen. Und ich habe noch ein bisschen Platz gelassen, weil ich mir sicher bin, dass ich hier irgendwo im Chaos noch mehr finden werde. So, ich räume jetzt gerade die Foundations ein. Die sind hier unten in der letzten Schublade, weil die sehr, sehr schwer sind. Ist mir jetzt gerade noch aufgefallen, ich sollte vorher noch die Dinger immer sauber machen. Weil wenn ich die schon ausräume, kann man da auch einmal durchwischen, zumal hier ja natürlich auch Staub und sowas drin ist. Aber das sind die ganzen Can't Stop, Won't Stop von NYX, die Foundations. Diese ganzen Töne werde ich verlosen. Diese mittleren Töne habe ich auch alle aufgebraucht. Vielleicht kann ich mir noch zwei davon irgendwie rausnehmen. Tada, das sind die Foundations bis jetzt. Einmal in der Woche auf Instagram werde ich was verlosen ab jetzt. Mal gucken, wie lange ich nichts mehr habe. Ich dachte, diese Schublade ist nur für Foundations und danach geht es weiter mit zu anderen Produkten. Und ich habe noch mehr gefunden. Das ist doch nicht normal. Da haben wir auf jeden Fall ein paar Wochen vor uns. Ich freue mich richtig darauf. Man verliert so ein bisschen das Gefühl, für wie viel man eigentlich hat, ne? Und deswegen habe ich immer gedacht, so eine Schublade für Pflege. Und daraus sind einfach drei Schubladen geworden. Guck mal, ich habe hier zum Beispiel von Caudalie die Pflege doppelt. Das ist eine Sonnenpflege, die die Korallen im Meer nicht beschädigen. Das machen Caudalie und Biotherm sehr, sehr gut. Und wenn man ins Meer geht und da sind irgendwo Korallenriffe, dann bitte auf sowas achten, weil wir Menschen machen einfach alles kaputt. Und davon werde ich auf jeden Fall auch ein ganzes Set verlosen. Und sind hier noch so Pflegeprodukte drin. Hier drin. Ich habe die gerade alle aufgeräumt. Dann haben wir hier noch welche drin. Also ich denke mal, das war es jetzt mit den Pflegeprodukten, aber man weiß es nicht. Dann habe ich hier noch Haarprodukte drin. Hier sind Trockenshampoos, hier sind diese Haar-Fresh-Up-Tücher. Und ich habe hier noch Bürsten. Die hier habe ich extra noch verpackt gelassen. Ich habe die doppelt, weil ich möchte die gerne verlosen und die euch noch bei Instagram vorstellen. Dann sind hier diese ganzen Wimpern. Ich habe hier noch Mascaras dazugelegt, die noch zu sind. Und wir haben diese Schublade aufgeräumt. Obwohl es noch sehr schlimm hier aussieht, finde ich, sieht es irgendwie schon besser aus. Kann aber auch sein, dass ich es mir einbilde. Kurze Pause. Hey, du siehst gut aus. Es wird immer leerer, die Müllsäcke immer voller und hier immer ordentlicher. Ich habe jetzt diese ganzen Lippenstifte habe ich einsortiert und die Maya ist da. Ich glaube, sie handelt einfach so, wie ich handeln würde. Manchmal fragt sie mich so, hey, brauchst du das noch? Und dann sage ich ja oder nein und dann höre ich es entweder in der Mülltonne oder im Ding. Ja, das sind auch noch Produkte. Die Arme, ey, sagt die ganze Zeit. Bist du sicher, dass wir das machen wollen? Sie hat das voll ernst genommen. Und sie hat echt so, komm, wir machen das jetzt, komm, wir machen das jetzt. Und ich wusste, dass wenn sie das jetzt mit mir hier anfängt, dass sie mich irgendwann verflucht, weil es so viel ist, Leute. Es ist so richtig viel. So, ich weiß gar nicht, ob ich euch erzählt hatte, dass ich zu einem Termin gegangen bin. Ich glaube nicht. Jedenfalls habe ich ungefähr bis um 18 Uhr weitergemacht und dann bin ich zu einem Termin gegangen. Dann haben meine Freundin überrascht, die Geburtstag hatte gestern. Und jetzt ist es, glaube ich, 23:30 Uhr ungefähr. Ich werde jetzt noch so eine halbe Stunde hier weitermachen. Das sieht ganz gut aus. Also es sieht auf jeden Fall besser aus als vorher.
habe auch schon ganz viel eingesortiert. Ich habe hier zum Beispiel die ganzen Lippenstifte drin. Hier habe ich die Paletten reingemacht, weil ich wollte die Paletten einfach näher an meinem Schminktisch haben, weil die waren hier hinten und da musste ich immer, wenn ich eine neue Palette testen wollte oder eine andere Palette nehmen wollte, dahin laufen und dadurch, dass ja hier nachher alles voll steht, hatte ich dann meistens keinen Bock. Und deswegen habe ich sehr oft einfach dieselben Dinge benutzt, die dann so rumlagen und jetzt habe ich die so bei mir. Ich bin völlig demoliert. Wir haben 1.18 Uhr. 19. Ich gehe schlafen. Wir haben 8 Uhr, glaube ich, weil ich muss ja gleich zum Osteopathen. Ich habe heute Morgen nichts mehr geschafft. Ich habe gedacht, die Spinne, als mein Wecker geklingelt hat, weil ich war ja sehr, sehr spät im Bett. Die Körbe hier waren ja voller Sachen. Dann lagen hier auch noch Tüten voller Sachen. Ich habe unfassbar viele Sachen auch weggeschmissen. Also nicht auch alles einsortiert und so. Das hier ist jetzt eigentlich auch alles sortiert, was hier ist. Hier ist es sortiert, nur hier müssen wir noch weitermachen. Und da hinten diese hässliche Ecke und hier. Wir sind vom Event zurückgekommen und Tara ist noch oben, die ist noch am Reden und ja, es sieht schon viel besser aus hier, aber es ist immer noch ein bisschen Arbeit, also es ist immer noch nicht komplett fertig, es dauert schon noch so ein, zwei Stunden und dann zeige ich euch das Endergebnis. So, ich kann stolz sagen, wir haben es geschafft. Maya hat mir sehr, sehr viel geholfen. Ich wäre, glaube ich, immer noch nicht fertig gewesen. Das heißt, ich glaube, ich wäre nicht fertig geworden. So, wenn man sich hier einmal nach links dreht, dann findet man hier das, die Pinsel. Das sind ganz, ganz wenige. Ich arme, brauche dringend mehr. Ich weiß nicht, welcher Mensch auf dieser Welt so viele Pinsel besitzt. Das ist doch nicht normal. Die sind doch eingepackt. Die habe ich jetzt gerade doch von Dior bekommen. Ich glaube, ich hatte euch die gezeigt. Mal gucken, ob die ihr Geld wert sind. Dann habe ich hier noch Beauty Blender und so. Also so sieht das aus. Dann haben wir hier alle Paletten, also die ich so habe. Ich kann gerne eine bisschen ausführlichere Schminksammlung machen, wo wir wirklich uns nur auf die Schminke konzentrieren. Aber jetzt mache ich einen Schnelldurchlauf, weil sonst dauert das hier zu lange. Hier sind die ganzen Lippenstifte. Das zieht sich einmal bis nach komplett unten durch. Dann haben wir hier den Tisch. Hier oben sind übrigens diese Vorhänge. Allerdings gefällt mir das nicht mehr so, deswegen möchte ich aus einer anderen Perspektive filmen. Und zwar eher so irgendwie. Also näher rangezoomt ist es dann, ein schöneres Bild ist es dann. Aber hier kommt dann ja noch, kommen diese ganzen Softboxen und so hier rein. Und deswegen glaube ich, dass es dann halt irgendwie cooler aussieht. Dann ist hier der Tisch, an dem ich mich jeden Tag schminke, wenn ich mich schminken muss. Und hier sind Foundations. Ich habe hier zwei Setting Sprays drin, hier das von Huda Beauty. Ich mag es, aber ich mag es auch nicht. Also es ist so, es ist sehr, sehr penetrant. Es riecht extrem nach Parfum, aber es hält sehr, sehr gut. Ne? Hier sind noch Primer, hier sind so Foundations in solchen Tuben. Da hinten sind noch Tinted Moisturizer. Hier sind Foundations, Foundations, Stick Foundations, Foundations, Concealer und Dinge, die ich sonst noch so brauche. Das sind so Cushion Foundations, hier ist eine Powder Foundation und hier sind noch Mascaras. Ich habe dann keine Lust. Damit kann ich meine Base schminken, wisst ihr? Und dann, also ich komme dann an alles dran. Ich komme hier an die Foundation. Hier ist meine To-Go-Palette. Hier ist, da hinten ist mein Bananapuder noch. Tüten. Ich habe immer Tüten hier, weil immer wenn Freunde kommen, gebe ich denen was. Dann sind hier noch ein paar Kerzen drin und so eine Powerbank. Dann haben wir hier so ein bisschen Hintergrunddeko, falls ich Deko brauche. Das sind diese Roses, die für immer halten, ne? Das sind so Kunstrosen. Dann haben wir hier meine IPL-Geräte drin und hier mein Handdings für meine Sehnscheinentzündung. Da drehe ich und hier sind auch Produkte drin. Hier sind Highlighter drin, hier ist Blush drin, hier sind Powder drin und Bronzer drin. Hier ist nichts drin. Noch sauber machen. Und hier ist auch nichts drin. Das muss ich auch nochmal sauber machen, nochmal ein bisschen besser sortieren. Aber ich konnte dann auch irgendwann nicht mehr. Hier sind so Selbstauslöser und sowas für die Kamera mit drin. Und hier unten ist auch nochmal, das ist jetzt unnötig gerade, so Kabel, Ladekabel, Lichter für die Softboxen und so. Und dann kommen wir zu dieser Seite, die ich sehr, sehr hübsch finde. Außer, ich glaube, das hatte Maya gerade noch dahingestellt, eine Kooperation zwischen Tamtam Beauty und Café Bur. Spende für einen Wasserbau in Togo, Wasserbrunnen, da haben wir so einen Brunnen hingebaut. Da gab es mal einen Kaiserschmarrn und dann haben wir aus dem Erlös dann ja, einen Brunnen in Togo gebaut.
Und ich würde sagen, ich fange mal hier an. Also hier hinten möchte ich dann eine Lampe hinstellen, ne? Also diese ganz große Lampe, die meine Haare beleuchtet. Hier kommen wir einmal zu meinen Produkten. Ich habe hier einen Kassenzettel, weil hier drauf steht Tamtam Beauty, Lana Lara, Tara Set, Make-up-Palette und so. Finde ich halt richtig cool. Ich wollte unbedingt diesen Kassenzettel einrahmen. Jetzt habe ich ihn wieder gefunden und habe ihn dann direkt eingerahmt. Und hier hinten ist so ein wunderschöner Teddybär. Dann ist hier noch mein YouTube-Button, als ich 100.000 Subscriber hatte. Ey Leute, der ist jetzt auch schon uralt. Es gibt jetzt richtig coole, ne? Übrigens, das hier hinten ist ein Lastenaufzug. Den kann man dann so hochfahren und dann ist man auf der Terrasse. Weil meine Treppe runter ist so schmal, da würden gar keine Möbel passen und deswegen gibt es hier einen Lastenaufzug. Und man kann übrigens dann auch die Terrasse erweitern. Dann hat man noch wie so einen Wintergarten. Dann sind hier noch meine Kameras. Meine andere Kamera habe ich einer Freundin geliehen. Die große Spiegelreflex, die ich als allererstes hatte, habe ich einer Freundin geliehen. Die wollte damit mal drehen, aber dann wäre es so komplett. Dann ist hier eine Box voll Kleingeld. Also das ist so schwer. Ich konnte es kaum anheben, aber da ist einfach nur Mini-Kleingeld drin. Dann bin da ich. Hier sind noch Stifte und so Liebesbriefe. So, das ist jetzt einmal der Raum. Und der sieht jetzt so groß aus. Es sieht einfach jetzt so schön aus, wenn man hier reinkommt. Und jetzt ist der Raum halt viel offener und viel freier. Und ich habe mal eine andere Perspektive. Also man filmt dann so ein bisschen von da. Mal gucken, ob ich die Pinsel da wieder wegmache und irgendwie schönere Deko hinmache. Oder ob das cool aussieht bei Make-up-Tutorials und so weiter. Ich glaube, das ist jetzt gut, und ich kann mich jetzt einfach hier bewegen. Das konnte ich überhaupt nicht. Das hing ja so genau mittig, ne? Und jetzt sieht der Raum auch viel größer aus. Also man kann auf jeden Fall was aus kleineren Räumen machen. Es ist schon wieder Abend. Ich musste vorhin schon wieder los. Ich bin jetzt gerade in diesen Raum reingelaufen und es war so schön, das zu sehen, weil es einfach so voller Platz ist. Und ich glaube, dass ich jetzt hier voll die coolen Sachen drehen kann. Es ist schon so, dass deine Umgebung auf jeden Fall auch so ein bisschen bestimmt, wie du arbeitest und wie kreativ du bist. Gerade bei so kreativen Sachen brauchen Menschen ihr eigenes perfektes Umfeld, auch wenn es irgendwie eine Wiese ist, auf der man arbeitet. Ihr habt ja gesehen, wie das am Anfang war. Das ist richtig verstörend. Ich glaube, wenn ich dieses Video gleich anschaue, dann denke ich mir so, Digi, warum? Und jetzt, wenn das halt so seitlich steht und ich so seitlich drehen kann, finde ich den Ausschnitt eigentlich auch relativ cool. Man kann das auch noch so ein bisschen rauszoomen. Kann man wahrscheinlich richtig cool machen. Na, das hier, da sind Wasserflaschen drin, weil das braucht ein Gegengewicht. Sonst kippt das da oben nämlich um. Das ist ein Spitzlicht und das beleuchtet die Haare. Weil wenn man die Haare nicht beleuchtet, sieht man sehr eindimensional aus. Und das stand halt extrem immer im Weg. Und die ganzen Softboxen sind ja auch nicht so klein. Ich hatte auch überlegt, ob ich nur solche Lampen jetzt benutze. Das sind so LED-Lampen. Und diese großen Softboxen weg. Aber ich habe die Softboxen jetzt schon so lange. Also die Lampen an sich. Und die sind so gut. Also die habe ich aus Holland damals auch teuer bestellt. Deswegen habe ich irgendwie Angst, die zu ersetzen. Und jetzt, Leute, weil ich die letzte Nacht so super wenig geschlafen habe. Also richtig, richtig wenig. Ich glaube, ich habe 4 Stunden geschlafen. Wir haben erst 11 Uhr. Das ist eigentlich nicht so meine Zeit zum Schlafen. Lege ich mich jetzt aber, ich schmecke mich jetzt ab, lege mich ins Bett und dann geht's für mich nach Istanbul morgen. Adios, amigas. Ich liebe Istanbul, ich freue mich da auch sehr drauf und bald kommt ein Blog. Ich habe das noch keinem gesagt, es weiß auch noch niemand und ihr seid die Ersten, die das erfahren. Ich werde einen eigenen Blog haben und ich werde definitiv Istanbul mit in diese Reisekategorie mit einbinden, weil ich glaube, das wird richtig cool. Istanbul ist schon schwer, wenn man sich da nicht auskennt und ich glaube, dass das dann so ein bisschen wie eine Guideline helfen kann. Aber das nur so mal kurz am Rande erwähnt. Jetzt gehe ich auf jeden Fall schlafen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Falls ihr meine letzten Videos noch nicht gesehen habt, könnt ihr das hier tun. Ich würde mich natürlich auch sehr, sehr über ein Abo freuen. Wenn ihr eine Schminksammlung sehen wollt, so in depth zeigen wirklich, dann kann ich das sehr gerne machen. Ein bisschen näher darauf eingehen. Wird wahrscheinlich ein sehr langes Video. Aber mache ich sehr gerne. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, wie gesagt, Dankeschön. Gerne ein Däumchen nach oben für 2 Tage harte Arbeit. Und dann sehen wir uns ganz, ganz bald zu einem neuen Video wieder. Bis dann. Tschüssi.